Hallo und willkommen zum ersten deutschsprachigen Processwire-Seminar auf diesem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, gibt es schon etliche englischsprachige Videos und dies ist nun das erste in der deutschsprachigen Serie. Auf vielfachen Wunsch hin mache ich die Videos jetzt nochmal auf Deutsch für unsere deutschsprachigen Zuschauer. Worum wird es heute gehen? Also, es geht wie auch im englischsprachigen Seminar um das genau das gleiche Thema. Wir erstellen einen Blog mithilfe von Processfire. Wie wird der Blog aussehen im Endeffekt? Ich habe hier das Beispiel genommen von Get Bootstrap. Das kann man sich runterladen und dann können wir das benutzen. Das heißt, wir haben alle eine Grundlage, wo keiner für irgendwie ein Template irgendwie irgendetwas bezahlen muss. Gut, Processfire ist ein Open Source Content Management System, was es seit 2010 gibt in dieser Form. Und was benötigen wir zur Installation? Wir benötigen einen Linux oder einen Windows-Computer oder einen Mac. Also es läuft eigentlich überall. Dann Apache, Nginx, MySQL oder MySQL, beziehungsweise MariaDB oder PostgreSQL. Darüber hinaus benötigt, hat das keine großen Anforderungen und ist relativ einfach zu installieren. Wir können Processfire installieren, entweder auf Xamp, wir können ein Hosting-Paket nehmen irgendwo, oder man nutzt Docker. In meinem Fall benutzen wir jetzt Docker und Dedev. Dedev baut auf Docker auf und ist relativ easy und einfach zu installieren. Gut. Wir sehen jetzt hier die Processfire-Webseite. Was können wir hier finden? Wir können hier finden einmal die Dokumentation, wahrscheinlich das Wichtigste für den Start. Wir sehen die API-Referenz. Wir sehen, wie man anfängt. Man kann sehen, wie man einige Tutorials. Man kann sehen, wie man die Selektoren bildet. Man kann einige Modules und Hooks sehen, wie man Modules oder Hooks halt generiert. Man kann sehen, welche Feldtypen es gibt und wie man Rechte kontrollieren kann, wie die Security eingestellt werden sollte, wie man mehrsprachige Seiten macht und vieles andere. Was man immer sich mal wieder angucken könnte, ist der Blog. Jede Woche gibt es dort neue Einträge zu interessanten Themen rund um Processfire. In der Community-Bereich ist das Forum immer sehr hilfreich und man sollte am besten den Processfire Weekly Newsletter abonnieren. So kriegt man auf jeden Freitag oder Samstag die neuesten Einträge aus dem Blog. Da verpasst man nichts, was es Neues gibt über Processfire. Okay, nicht weiter drum herum reden, lass uns mal anfangen. Wir machen hier erstmal einen Download von Processfire. Ich installiere die Master. Die Master und Dev haben Unterschied, dass die Dev natürlich immer etwas weiter ist mit den Sachen. Vielleicht sind einige Sachen nicht so ganz ausgereift in der Dev, aber im Prinzip kann man auch die Dev eigentlich immer benutzen. Aber wie auch immer, wir benutzen jetzt mal die Master. Wir laden die mal runter. So, da haben wir jetzt schnell unpackt. Hier haben wir unser Master und das benutzen wir jetzt zur Installation. Ich gehe mal auf meinen PHP Storm. Ich benutze PHP Storm als Editor. Ihr könnt aber auch alles andere benutzen. So, ich öffne hier Processfire Deutsch. Das habe ich schon mal soweit vorbereitet, das Verzeichnis, und noch ist dort nichts drin. Jetzt kopieren wir mal diese Dateien dort rein. Kopie. Dauert jetzt einen Moment, dass es viele kleine Dateien sind. Die müssen jetzt erstmal alle analysiert werden kurz. Sind schon kopiert, aber jetzt wird einmal der Indexer angeschmissen. Der Indexer sorgt dafür, dass man das PHP Storm innerhalb von kürzester Zeit alle Informationen finden kann, die innerhalb dieses Projektes verfügbar sind. Okay. Da ist es. So, wir sehen jetzt, hier haben wir einmal die Index-Datei und wir haben einmal den Installer. Was wird im ersten Moment aufgerufen? Die Index-Datei und die ruft den Installer auf, weil der dort ist. Wie kommen wir jetzt da dran? Wir haben jetzt hier keinen Webserver laufen, dafür benutzen wir jetzt Dedev, wie schon angekündigt, und Dedev ist bei mir schon installiert. Wer Interesse daran hat, wie man Dedev installiert, es wird in Kürze auch ein Video dazu geben. Ansonsten, die Dokumentation von Dedev ist eigentlich auch relativ einfach. Gebt einfach bei Google ein Dedev und dann gibt es dort Read the Docs und da ist eigentlich alles genau beschrieben. Aber wie gesagt, es gibt demnächst auch ein Video, wie man
DDEV unter Mac und unter Linux installiert. Vielleicht gibt es auch noch ein Video für Windows. Gut, also DDEV. Und dann müssen wir als erstes mal im Config machen. Wir machen das jetzt mal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Also Projektname ist Processfile Deutsch, Current Directory, PHP und fertig. So, hier haben wir jetzt das Verzeichnis. Ich mache hier mal eine kleine Anpassung, beziehungsweise zwei. Ich sage einmal, dass wir hier als Webserver den Apache haben wollen, anstatt den Nginx. Und bei der Datenbank sage ich, die Version ist 10.5. Das liegt daran, weil der Hoster, bei dem ich meistens meine Sachen hoste, auch diese Datenbank benutzt. So, das habe ich jetzt gespeichert. Und jetzt können wir das Projekt starten. Es werden einmal die Abhängigkeiten geprüft. Falls irgendwas ist und falls irgendetwas noch nicht installiert sein sollte, wird es jetzt nachinstalliert. Aber eigentlich sollte alles da sein und schon sind wir dort und wir haben jetzt hier unser Projekt. Ich klicke da jetzt drauf. Unser Installer meldet sich und wir können jetzt sagen, okay, get started. Wir können ein Installationsprofil auswählen. Es gibt zurzeit nur noch blank. Wenn man andere nehmen möchte, kann man noch andere sich nachladen und die dann in das Verzeichnis reinpacken, aber in unserem Fall reicht es aus, wenn wir das Blank benutzen und auf Weiter klicken. Dadurch wurde jetzt das Site Blank in Site umbenannt und wir sehen jetzt hier einen Kompatibilitätscheck, wo er sagt, dass er ein Problem hat, die Mod Rewrite Funktion zu bestimmen. Also sagen wir Check Again. Und jetzt sieht alles gut aus. Gehen wir zum nächsten Schritt. Hier haben wir jetzt die MySQL Datenbank Einrichtung. Wo wir jetzt die Datenbankparameter benötigen. Wie kriegen wir die Datenbankparameter? Gute Frage. Wir gehen wieder zurück auf unseren PHP-Store. Wir haben hier DDEV am Laufen oder DDEV. Ich werde wahrscheinlich immer wieder wechseln mit der Benennung. Und jetzt können wir hier mal den Status ausgeben. Und da sehen wir jetzt hier, dass die Datenbank, die sehen wir hier. Und hier sehen wir dann, wie unser Datenbankserver heißt. Wie heißt die Datenbank? Die Datenbank heißt DB, der Benutzername heißt DB und das Kennwort heißt auch DB. Einfach zu merken. Aber wir brauchen einmal diesen Namen hier. Den kopiere ich mal in die Zwischenablage. Und gehe hier auf den DB-Host, trage das hier ein. DB, DB, DB. Zeitzone. Welche Zeitzone läuft der Server drauf? Da sagen wir mal, in meinem Fall nehme ich mal Europa und Berlin. Die Dateiberechtigung lasse ich so, wie sie sind. Den Hostname, das braucht man für später, wird das benötigt, wenn man zum Beispiel Formulare abschickt, dann wird das gegengecheckt. Kann dann eventuell zu Problemen führen, wenn der nicht übereinstimmt. Also anpassen, aber in unserem Fall brauchen wir es nicht anpassen. Später vielleicht, wenn man es umzieht auf eine andere Domäne, dann sollte man den Namen entsprechend anpassen. Jetzt kommt der Debug-Mode, den schalten wir mal an, damit wir bei der Entwicklung, wenn irgendwelche Fehler sind, diesen Fehler schneller finden können. Später im Live-Betrieb sollte man den Debug-Modus natürlich ausschalten, nicht, dass potenzielle Hacker über einen Fehler, der irgendwie ausgelöst wird, irgendwelche sicherheitsrelevanten Informationen über die Seite darüber sehen können. Okay, das haben wir gemacht. Klicken wir mal auf Continue. Und jetzt sehen wir, dass es diese Datenbank schon gibt. Ja, das kann sein, weil ich hatte das schon mal gemacht. Also sagen wir Remove Tables und klicken nochmal wieder auf Continue. So, jetzt haben wir das alles soweit fertig. Jetzt können wir den Admin-Bereich einrichten. Das lasse ich so, wie es ist. Ich gebe hier ein Passwort ein. Und letztlich brauchen wir nur noch hier drauf klicken. Es wird einmal alles gelöscht, was nicht mehr nötig ist. Und einen kurzen Moment später können wir uns jetzt die Webseite anschauen. Und wir sehen hier, wir haben einmal hier Home stehen. Wir haben Home und Homepage Content. Gut. Wie setze ich das zusammen? Gehen wir mal in den Admin-Bereich. Wir haben einen Admin und ein Passwort. So, jetzt sehen wir unseren Seitenbaum, der noch relativ schmal ist. Ich gehe mal auf die Home-Seite und da sehen wir, dass der Titel Home ist. Gehen wir wieder zurück auf die Webseite.
Da sehen wir, dass hier Home steht. Und da steht Homepage Content. Wie kommt das zusammen? Das liegt daran, weil in der Standardinstallation ein paar Parameter drin sind, die wir noch ein bisschen anpassen können, um die Entwicklung weiterzutreiben. Dazu gehe ich in die Config-Datei, schiebe das mal hier ein bisschen größer. Und da sehen wir jetzt, es gibt hier einmal dieses Prepend-File und es gibt ein Append-Template-File. So, und da liegt die Krux. Denn dieses Append-Template-File, das wird sorgt dafür, dass diese Ausgabe erfolgt. Hier sehen wir sie. Und die werden wir jetzt mal ausschalten. Dazu nehmen wir jetzt mal hier, setzen wir mal das auf leer. Das hier brauchen wir auch nicht. Wir wollen das alles selbst machen. Wir wollen nichts davor und nichts dahinter. Speichern wir das mal ab. Gehen wieder zurück auf unseren Browser. Laden die Seite neu. Und jetzt sehen wir hier nur noch Homepage Content. Wo kommt das jetzt her? Gehen wir mal auf die Home-Seite und da sehen wir Homepage Content. Und genau das ist das Template, was gezogen wird. Home, Home. So, das ist jetzt das Thema für das nächste Video, wie man die Templates zusammenschraubt und wie man die Inhalte auf die Webseite kriegt. Das soll es für heute gewesen sein. Falls ihr das Video gut fandet, gebt ihm ein Like. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.